So, willkommen zum Vortrag Joomla kann mehr als wie ihr denkt erweitern mit CBLOT. Mein Name Christian Schmidt, bin Unternehmer, Gründer der Joomla User Group in München, JoomlaSecurity.de Gründer, ja, Joomla Nerd seit Mambo-Zeiten. Gehöre genauso zu den ganz Bekloppten wie David, genauso. Wer kennt Custom Fields von euch? Gut. Wer hat damit schon gearbeitet? Ja, ein bisschen. Wer ist mit Custom Fields schon mal an seine Grenzen gestoßen? Man kann sehr viel damit machen. Also Custom Fields ist natürlich eine super coole Variante, die da in Joomla drin ist, wo man echt extrem viel schönes Zeug machen kann. Aber irgendwann stellt man fest, okay, ich komme damit an meine Grenze, weil ich keine Filtermöglichkeiten habe. Ich kann relativ irgendwie schlecht zu so durchsuchen oder irgendwie miteinander gut verknüpfen. Da gibt es dann natürlich die sogenannten CCKs, die Content Construction Kits, die ganz, ganz viel mächtiger sind, einen riesen Funktionsumfang haben ohne Ende. Ich habe mich irgendwann mal für CBLOT entschieden, weil es mir gefühlt so das Mächtigste dort eigentlich ist. Gibt dann natürlich auch noch so ein paar andere wie Fabric, Zoo und so weiter. Die gefielen mir aber alle ehrlich gesagt nicht so gut. Und mit CBLOT haben wir auch ein paar Sachen umgesetzt, auch teilweise mit zusammen von Leuten aus der Joomla User Group in München und haben ein bisschen da was gemacht und das wollte ich mal so ein bisschen zeigen. Das heißt, ich erkläre hier im Endeffekt nicht genau im Einzelnen, wie CBLOT im Endeffekt einzelne Felder funktionieren, sondern was ist damit möglich? Was kann man damit machen? Wo sind die Grenzen, sage ich mal, von Custom Fields und wo, sage ich mal, beginnen dann CCKs? CBLOT ist extrem vielseitig. Ich bin persönlich der Meinung, ich glaube, das mächtigste CCK, was es derzeit für Joomla gibt. Es kann Mehrsprachigkeit. Ich kann vernünftige SEO-URLs definieren mit dementsprechenden Mitteln. Ich kann sogar Multisite damit machen, was ja immer hier und da von so einigen Leuten von Joomla gefordert ist. Wobei ich das ehrlich gesagt noch nicht selber umgesetzt habe. Und ich habe natürlich mit CBLOT eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ganz, ganz, ganz viele Beiträge zu verwalten, beziehungsweise dort ja besser filtern zu können oder die Eingabemöglichkeit einfach extrem zu erweitern. So. Wir haben bei uns ein paar Kundenprojekte, die wir mit CBLOT umgesetzt haben. Und zwei Webseiten davon nehme ich jetzt mal hier als Beispiel dafür her, was wir dort mit CBLOT gemacht haben. Also so ein paar Eckdaten dafür, dass man vielleicht mal so ein Verständnis dafür kriegen kann, was man mit in dem Falle CBLOT einfach wirklich umsetzen kann, wo man wirklich definitiv mit Custom Fields an seine Grenzen kommt. Ein Beispiel ist eine Firma in der Nähe von München, die Uwe Elektronik. Die hat Mehrsprachigkeit, Deutsch, Englisch, Französisch. Wir haben, die Zahl stimmt mittlerweile auch nicht mehr, 1600 Beiträge mittlerweile gefühlt dort im Backend. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, damit ich mich wirklich nicht verguckt habe. Ja, wir haben 1200 Menüpunkte. Die haben wir deshalb gemacht, um mit Trick 17, sage ich jetzt mal, eine gewisse SEO-URL-Struktur aufzubauen. Also, früher nannte man das Schattenmenü. Kann man auch noch so machen. Real sind es aber dennoch, was wirklich auf der Webseite zu sehen ist, um die 120. Also, es geht schon. Das ist auch eine Webseite, ich habe es jetzt da nicht mit drauf, aber weil wir es da auch mit CBLOT, sage ich mal, mit einbinden, wir haben da, glaube ich, irgendwas über 220 Module an verschiedenen Positionen auch noch so am Laufen. Das geht verdammt gut. Die Datenbank ist so um die 130 Megabyte groß.
Wir haben sechs unterschiedliche C-Blot-Formulare, um Inhalt im Endeffekt einzugeben, um das da wirklich, sage ich mal, benutzerkonform, sage ich mal, irgendwo hinzukriegen. Dann haben wir die Firma STW, auch in der Nähe von München, sage ich jetzt mal in dem entferntesten Sinne, hat auch Mehrsprachigkeit, Deutsch und Englisch, hat ca. 700 Beiträge drinne, 400 Menüpunkte, die wirklich im Front dann sichtbar sind und man sieht es nicht. Das ist cool. Die Datenbank ist etwas kleiner, aber wir haben dort 9 C-Blot-Eingabeformulare. Bei diesem Projekt haben wir es sogar geschafft, MySQL an die Grenzen zu kriegen. War dann eher so ein lustiger Fehler. Wir hatten sehr, sehr viele Textfelder, die dann lustigerweise, wie man es so üblich macht, mit Varchar 255 angegeben, zack, in die Datenbank, toll. Irgendwann, wieso wird der Text abgeschnitten? Ja, das ist begrenzt in der Datenbank, das geht nur 4096 Zeichen. Das heißt, wenn man Varchar 255, irgendwann hat man mal so die 4000 erreicht. Das haben wir damit relativ schnell sogar geschafft. Also haben wir das alles umgeändert auf Textfelder, ging dann auch. Also man kann da sehr schöne Sachen mitmachen. Man sollte aber da halt gucken, wo das Problem ist. Das ist ein Beispiel von der Uwe Elektronik, der hat im Endeffekt sehr viel technisches Zeug. Und genau da kommt im Endeffekt Custom Fields an seine Grenzen. Wir haben dort die Aufgabe sozusagen gehabt, okay, wir haben Produkte, deshalb auch die Menüpunkte, die irgendwie einzeln, irgendwann später war so der Gedanke, eigene Unterseiten kriegen sollen, aber erstmal brauchen wir irgendwo eine Tabelle, wo wir die ganze Übersicht haben, wo das ganze Zeug da irgendwie drin ist, was der da für technische Werte hat. So. Ja, das sind, also jede einzelne Zeile ist ein einzelner Joomla-Beitrag. Dementsprechend kommt da ein bisschen was zusammen, hat aber auch einen Vorteil. Wir haben dementsprechend eine schöne, super Funktion in C-Blot, wo ich einfach danach filtern kann. Das fehlt im Moment mit Custom Fields. Es gibt da zwar so eine Komponente, die so ein bisschen da was machen kann, aber C-Blot kann da erheblich mehr. Also haben wir gesagt, okay, ich kann dementsprechend filtern und kann halt sagen, okay, was will ich überhaupt haben und kann auch Werte von bis eingeben. In dem Fall so Größenwerte oder Ampere-Werte, wo man noch nicht weiß, ja, ich brauche irgendwie ein Produkt, was in dem Bereich irgendwie so tätig ist. Wenn ich da drauf drücke, kriege ich dementsprechende Ergebnisse ausgeliefert. Das ist mit C-Blot cool. Dementsprechend kriege ich da meine Ergebnisse unten drunter aufgelistet. Und wenn ich dann rein theoretisch dann vorne im Endeffekt, oh, ich hoffe mal, ja, der Kartoffelbeamer, ich zitiere da jetzt David, vorne im Endeffekt auf die Produktbezeichnung klicke, komme ich dann auf die eigene Unterseite von dem Produkt, ja? Genau, also die haben halt einfach das Riesenproblem, dass die unheimlich viele kleine Produkte hat. Das Lustige ist, wahrscheinlich hat jeder von dem Kunde hier was von denen zu Hause oder jetzt sogar dabei, was die verkaufen. So also eine kleine Batterie, Federkontakte in, ich sag mal, fast jedem Handy oder ist das Zeug irgendwie drinne. Und die sind so technisch spezifisch klein, dass sie, ich weiß nicht, ich glaube, von diesen einen Kontakten, glaube ich, sind es irgendwas um die 600 Stück. Ja, wenn du die filtern willst, da wirst du Gaga bei. Also deshalb brauchst du irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, okay, nach welchen Kriterien ist das passende Produkt? Der Kunde kann das sehr schnell auf der Webseite dementsprechend machen, dementsprechend hat er das passende Produkt dazu. Es funktioniert ja ziemlich gut, was das angeht. Wir haben da noch so ein paar Sachen damit reingebaut, da komme ich nachher noch mit hinzu. Die haben wir manuell wirklich erstellt. Du kannst sie mit C-Blot auch zum Beispiel automatisch erstellen mit zum Beispiel CSV-Import. Wäre möglich. Oder XML geht auch. Also man kann da schon was machen. Wir haben es aber in dem Falle manuell gemacht, weil das Ding ist einfach gewachsen. Ja. Ansonsten könnte man sicherlich auch ein ERP-System oder so sich das Zeug da herholen und das da ausgeben. Sicherlich machbar.
Ja, dementsprechend haben wir, das sieht man jetzt natürlich mit dem Kartoffelbeamer so schön hier, sehr, sehr beschissen jetzt da zu sehen. Aber wir haben im Endeffekt, ist das im Endeffekt die Felder für die Suche. Wo ich halt gesagt habe, okay, es gibt hier Felder, da ist der Wert kleiner als, größer als, muss mindestens das haben. Ich kann hier wirklich sehr, sehr detailliert im Endeffekt Sachen und Felder vordefinieren, was wirklich im Frontend ausgegeben werden soll oder was für die Suche, wenn ich das einbinden möchte, angezeigt werden soll. Zusätzlich haben wir da was Cooles reingebaut, eine Lagerampel. Ob das da verfügbar ist. In dem Falle wird der Lagerbestand, also das sind wirklich Produkte, wo die immer, sage ich mal, gefühlte 1000 Stück auf Lager haben und nie an die Grenze kommen, die werden mit dementsprechenden Böppels dann im Endeffekt markiert. Im Backend ist das ziemlich cool und einfach gelöst. Es ist einfach so ein lustiges kleines Fältchen. Ja, der Code ist jetzt da natürlich nicht so schön sichtbar. Wird im Endeffekt im Backend über einen Dropdown gesagt, okay, ich habe jetzt hier die Option, in dem Fall eine Versiegelung von so einem Teil, sage ich, brauche jetzt hier das, wähle ich einfach aus, ja, habe ich auf Lager. Und dann wird im Endeffekt in dem Falle hier mit UI-Kit im Endeffekt einfach dort der Böppel in Grün halt dargestellt oder halt ohne Grün, wenn er nicht lieferbar ist. Solche schönen Sachen kann man da machen mit relativ wenig Aufwand, wie man da sieht. Also es geht jetzt hier unten nochmal ein bisschen weiter, aber im Endeffekt ist das eine Zeile nur, um das Grün da hinzukriegen. Also es ist kein großer technischer Aufwand und man hat einen sehr, sehr großen Nutzen. Wenn man im Endeffekt in so einer Produktdetailseite sind, der hat halt auch noch ein paar andere Elemente, sind das alles einzelne Felder, die da aufgelistet sind. Das heißt, ich habe im Backend, zeige ich ja auch gleich, einzelne Felder, wo ich einzelne Werte eingebe, die ich einzeln woanders ausgeben kann, aber auch nicht muss. Man kann da auch so schöne Sachen damit bauen. Ich gebe im Backend Felder ein, die ich aber im Frontend nicht ausgebe, lasse sie aber im Frontend als Verknüpfung, als Ansicht in einer Anzeigeliste mit einfließen. Kategorie von Joomla zum Beispiel. Ganz banal, zeige ich ja auch. Im Endeffekt, so sieht das dann. Ich habe jetzt mal das ganze Joomla Backend da mal außenrum weggelassen. Ich habe mein Formular von oben nach unten. Wir haben es auch teilweise im Backend schon, bei STW ist es mit eigenen Tabs gelöst, weil dort haben wir zum Beispiel ein Formular, das hat, glaube ich, 147 Eingabefelder. Dann wird es irgendwann nämlich mal unübersichtlich. Das heißt, ich kann halt auswählen und cBloat holt sich auch eigene Felder von Joomla her. Das heißt, ich kann alle Felder, die Joomla hat, hernehmen und mir mein eigenes Formular damit bauen. Das heißt, ich habe jetzt in dem Falle meine Joomla-Kategorie. Hol mir mein Feld Joomla-Kategorie da rein, packt mir meine Kategorien, meine Bezeichnung. In dem Falle habe ich einfach ein Textfeld erstellt, sage Bezeichnung. Verknüpft das mit der Datenbank von Joomla, geht alles per Drag and Drop und sagt, das ist der Joomla-Titel. Schreibt das da rein. Das heißt, ich kann sogar da hinten noch ein bisschen mehr mitmachen. Und kann dadurch natürlich Felder miteinander auch verknüpfen. Also zum Beispiel haben wir solche Sachen dann gemacht mit diesem Bezeichnungsfeld. Ich nehme das zum Beispiel bei dem Bild her und sage Alternativtext. Ich nehme einfach die Variable, pack mir die da rein. Was man so mit Joomla erstmal nicht machen kann. Das kann man damit machen. Das ist dann richtig cool. Wir haben dementsprechende Dropdowns und Eingabefelder in allen Varianten. Unzählige an der Zahl. Und hab halt nochmal, ja, hier sieht man es so, ja, sieht man es nicht, ich lese die Zahlen vor. Also, wir haben im Endeffekt hier Eingabefelder, in dem Falle hier bei den PT-Elementen sind es im Backend 29 Felder, die ich zur Auswahl habe, zum Ausfüllen, aber im Frontend werden nur 13 angezeigt, weil ich sie anders miteinander verknüpfe. Also klar, solche Felder wie Mehrsprachigkeit ist da drin, die Verknüpfung der einzelnen Artikel, die man im Joomla kennt, sind da auch drin. Die zeige ich natürlich nicht im Frontend an, aber ich habe sie da. So sieht im Endeffekt im cBloat, sage ich mal, das Ganze aus, wenn ich jetzt ein Admin-Formular erstellt habe und ich habe da meine eigenen Felder reingepackt und das sind die Felder, die dann wirklich zum Befüllen dann
da sind. Und ich kann hier aus meiner Liste, habe ich jetzt hier eigene Felder angelegt und ich kann auch Felder von Joomla hernehmen und mir da reinpacken. Ich kann das alles extrem miteinander verknüpfen. Das ist halt das Beispiel für das Titelfeld. Ich sage meine Bezeichnung. Wenn ihr damit mal arbeitet, dieses lustige Feld, ganz, ganz wichtig, tut es da euch eine eigene, eindeutige Logik bauen? Wenn ihr das nicht macht, fliegt euch das Ding irgendwann mal um die Ohren. Aber so richtig. Das heißt, wir haben für jedes eigene Formular eigene Präfixes im Endeffekt gemacht. DT steht für Datentabelle und Temp für Temperatur, jetzt nicht in dem Falle temporär, sondern Temperatur. Wieder Unterstrich in dem Falle im Peltierbereich, weil wir haben da auch noch Heizfolien und so weiter und den ganzen Kram und dann halt weiter. Weil, wenn man das nicht tut, kann man da mal so Verknüpfungen ziemlich blöde auseinanderreißen. Und wenn man mal gewisse Sachen exportieren will, läuft das nicht so sauber. Vorteil dadurch ist, wenn man das so tut, man kann sogenannte Apps bauen in cBLOT. Also das heißt, ich packe mir in dem Falle ja, diesen Temperaturbereich in eine App, mache mir da eigene Felder, dann habe ich von mir aus zu jedem Formular zwar ein eigenes Bezeichnungsfeld, macht aber nichts. Ich kann Folgendes Cooles damit machen. Ich kann diese App nehmen und kann sie exportieren. Jetzt habe ich eine andere Webseite und importiere die da. Da habe ich den ganzen Kram, den ich da habe, auch da. Das heißt, man kann da auch coole Sachen sich im Vorfeld definieren. Wenn ihr eine Webseite habt, einen Kunden mit irgendeiner gewissen Anforderung, wo sagt, hey, das habe ich doch schon, nehmt ihr die App, fertig. Braucht den ganzen Scheiß nicht nochmal neu bauen. Wenn man das nicht so mit dieser Bezeichnung macht, fliegt einem das sonst ziemlich schnell um die Ohren. Ja? Ja, sowohl Backend als auch Frontend haben wir auch gemacht, um im Endeffekt, dass zum Beispiel Felder nur ausfüllbar sind, wenn eine gewisse Bedingung vorher erfüllt ist. Kannst du damit machen. Völlig frei definiert. In dem Fall hier nochmal kurz das Beispiel. Im Endeffekt sage ich, okay, das ist die Bezeichnung und ich gehe hier bitte auf den Standard Tabellenkram, gehe im Endeffekt für einen Joomla-Artikel und sage, das ist das Feld Artikel von Joomla und dann schreibt er das auch in den Beitrag von Joomla als Beitragsartikel rein. Und schon bleibt das da im Joomla Core, sage ich mal, in der Form drin. Wenn ich das Ganze dort, sage ich mal, ja, bearbeite, kann man da dementsprechend schöne, lustige Sachen machen. Und zwar genau nämlich das, dass ich diese Abhängigkeiten einbaue. Ja. Sowohl Backend als auch Frontend. Das ist das, was mit Custom Fields dann nicht mehr möglich ist. Ja. Unbegrenzte Möglichkeiten. Also wir haben da schon so Dinge gemacht, wenn, wenn das, wenn das und wenn das auch noch eintritt. Ja? Das, also ja, man kann sie ändern. Ich rate davon ab. Das ist eine Scheißarbeit. Weil das sind wirklich eindeutige Sachen, die wirklich dann als eindeutige Feldbezeichnung da sind. Wenn man die ändert, dann kann das durchaus sein, wenn die irgendwo anders verwendet worden sind, dass das Formular nicht mehr sauber funktioniert. Das macht, also man sollte das wirklich sauber trennen. Wenn man da seinen Formulartyp anlegt, sollte man auch die Felder immer in dieses Formular reinpacken, sodass man das da, dass das immer eigenständige Blöcke, sage ich mal, sind. Das sollte man bedenken. Genau, ja, hier haben wir halt im Endeffekt die Abhängigkeit. Also in dem Falle Feld ist sichtbar, wenn das dementsprechend gesetzt wurde oder eine gewisse Bedingung erfüllt ist. Man hat da noch ein paar mehr zur Auswahl. Und das ist das, wo es dann wirklich interessant ist, wenn ich dann sage, ich weiß jetzt nicht, wie gut es da hinten noch zu lesen ist. Aber wir haben da so Sachen wie ist verborgen, ist ausgefüllt mit. Ist leer, ist aktiviert, ist deaktiviert, hat eine Klasse, hat keine Klasse und Auslöser. Jetzt arbeitet das im Kopf, ne? Was kann man damit bauen? Das ist richtig cooles Zeug, was man damit machen kann. Also unzählige Möglichkeiten.
Man kann das Ganze, nämlich das ist auch das Coole daran an den schönen Feldern, wenn das dann im Inhalt dann im Frontend dargestellt wird, die Felder, die ich da ausgebe, die werden erstmal standardmäßig einfach nur als Variable ausgegeben. Das heißt, habe ich ein Bild im Endeffekt zum Beispiel verwendet, wird da der Pfad ausgegeben. Toll. Ja, eigentlich ist es nur der Pfad, also muss ich da irgendwas tun. In dem Fall sage ich, hier, komm, pack da mal noch ein bisschen was außen rum und schmeiß das da rein und fertig. Jetzt gucke ich da mal gerade, ja, okay, das ist jetzt halt nur der Beispiel, dass der Link dort, sage ich mal, ausgegeben wird. Beim Bild zum Beispiel, wie gesagt, hole ich mir einfach die Variable zum Beispiel von der Bezeichnung noch her und pack die im Alternativ-Tag mit rein. Banal. Aber das ist dann richtig cooles Zeug, was man damit bauen kann. Grübelt. Da haben wir noch die Sprache nicht ganz übersetzt, ja. Das war dann noch so in der Bauphase. Die Screenshots mussten mal schnell her, wie das halt immer so ist. Aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Wir haben uns natürlich auch, Joomla kann das, wir nutzen es, eigenes Backend-Menü gebaut und haben gesagt, okay, wir bauen da noch was, weil wir was Cooles haben wollen. Und haben gesagt, wir wollen eigene Icons dort haben. Haben gesagt, cool. Haben gesagt, okay, in dem Falle haben wir uns einfach ein Feld gebaut, Name, und in dem Falle haben wir dort im Endeffekt ein Suchfeld hergenommen und haben im Endeffekt das Ganze so gebaut, dass wir gesagt haben, wir haben einen Name und im Endeffekt wird hier von einer eigenen Webfont im Endeffekt der Wert im Endeffekt dort hinterlegt und dort angegeben, weil die Webfont sich immer mal geändert hat und mal hinzugekommen ist, aber irgendwie. Wer weiß denn jetzt gerade diesen HTML-Code? Weil das Ganze hat nämlich noch einen Aspekt, warum wir das so gemacht haben. Das komme ich gleich drauf. Aber hier sieht man nämlich genau das, was hier ist. Das ist der Language String von Joomla. Wenn man in dem Falle Mehrsprachigkeit da aktiviert hat, sieht das halt so schön hässlich aus. Sollte man dementsprechend seine Sprachdateien dementsprechend anpassen, haben wir halt auch getan. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Zeilen wir da reingebaut haben. Weil für jedes Feld kann ich das einzeln definieren oder muss ich definieren. Sowohl Backend als auch Frontend getrennt. Also ich kann im Backend halt natürlich auch noch andere Sachen anzeigen oder beschreiben lassen, wie ich es gerne hätte. Und es ist ziemlich cool, was man damit machen kann. Ich schweife da jetzt mal kurz ein bisschen ab. Weil ursprünglich bin ich auch auf C-Block gekommen, weil der David und der Nils mal auf dem Joomla Day in Berlin, das war so schön, die haben im Endeffekt eine schöne Eingabemöglichkeit für Kunden gemacht, auf Deutsch gesagt, deppenkonform. Der kann ja nichts mehr verkehrt machen. Er hat seinen Titel, er hat sein Bild, was er auswählen kann, er hat seinen Text und er hat einen Speicherbutton, mehr hat er nicht. Der kann nichts verkehrt machen. Das kann ich damit bauen und sag so, fertig, den Rest macht hinten dran C-Blot mit versteckten Feldern, die ich automatisch im Endeffekt befülle oder sonstiges. Das heißt, ich habe keine Editoren, wo da irgendwas schief ist. Er kann das Bild nicht irgendwo positionieren oder sonstiges. Das Ding wird damit zusammengesetzt, wird im Frontend zusammengebaut und fertig. Das ist cool. Ja, wir haben das Ganze deshalb gemacht, weil ja, hier sieht man es jetzt zwar nicht. Das sind wirklich ja, Webfonts, das sind Vektorgrafiken, die da hinterlegt sind. Dann gibt es coole Felder, die wir eingebaut haben. Es ist echt schlecht zu sehen. Wir haben im Endeffekt ein Hauptprodukt. Ich sage jetzt mal, nimmst einen BMW 5er von mir aus. So, hast ein Hauptprodukt, machst deine Beschreibung und hast im Endeffekt einen zweiten Reiter Unterprodukte. Und dort kann ich dann sagen, ich habe die Diesel-Variante, die M5-Variante und so weiter und so weiter. Der Vorteil ist, dieses lustige Option. Nennt sich Group X oder beziehungsweise Feld X Sachen. Ich habe jetzt hier einen Block, wo ich jetzt im Endeffekt nochmal Name und so ein Upload für ein Bild und einen Text habe. Und wenn ich sage, ich brauche da noch ein Produkt, dann drücke ich da drauf, in dem Falle auf das grüne Plus. Und dann kommt mir das die gleiche Eingabemaske unten drunter nochmal. Und dann kann ich Produkte hinzufügen. So viel wie ich will. Das ist richtig cool. Da kann man schöne Sachen mitbauen. Ich hoffe. Und sieht dann so im Endeffekt im Frontend aus. Wir haben oben das Hauptprodukt und das sind die Produkte, die ich da hinzugefügt habe. Die dann automatisch im Grid-System, in dem Fall haben wir UI-Kit-Ausgabe hergenommen, dann dementsprechend angeordnet werden.
Genau. Macht richtig Spaß. Genau. Man kann es halt extrem gut dort erweitern. Wir haben dann dementsprechend eigene Ausgabetemplates dementsprechend da halt angepasst, so dass das da dementsprechend cool aussieht. Und da kriegt man was Schönes bei raus. So. Auch solche lustigen Filteroptionen. In dem Fall im Pressespiegelbereich. Hat man ja öfters mal irgendwie vielleicht so eine Anforderung. In dem Fall hat man gesagt, okay, wir haben gefühlte 1000 Artikel und die müssen wir jetzt irgendwie filtern, weil da findet kein Mensch was. Also, nach was kann ich denn das irgendwie filtern? Also haben wir da was gebaut und haben gesagt, ja, okay, der Kunde hat gesagt, gewisse Artikel oder gewisse Produkte haben drei Kategorien bei ihm. Sogar noch farblich unterteilt. Also haben wir gedacht, das ist cool. Da haben wir da die Kategorien, haben sogar noch das Jahr und haben vielleicht sogar noch eine Branche und ein Eingabefeld hast du auch noch. Und das Ganze nimmt er dann halt natürlich aus den Werten, die wir dort haben. Und zum Beispiel jetzt in dem Falle, dass das da aus dem Elektrifizierung und so weiter herkommt, ist im Hintergrund hinterlegt. In der Detailansicht wird es angezeigt, aber in der Übersichtsseite erstmal nicht. Aber hinten dran kann ich es zur Auswahl hernehmen. Das heißt, klicke ich da oben drauf, wird das Ding live gefiltert und ich kriege nur noch die Dinger, die ich haben will. Ich kann das nachher auch live zeigen, weil ich habe die Installation als Backup dementsprechend da. Dann kann man da wirklich mal live reinschauen, wie das Ganze da so funktioniert. Aber solche coolen Optionen kann man damit bauen. In dem Falle genau das Gleiche. Irgendwelche Referenzen, die ich habe, die da kategoriemäßig gefiltert werden, in dem Falle nach Farben, die dann auch einzeln nach Farben geordnet sind, klicke ich drauf, werden nur die Dinger da zusammengewürfelt, die ich dementsprechend auch da habe. Kann die angezeigt werden. Damit kann ich natürlich, wenn ich massiv Informationen habe, die relativ gut filtern. Was man eigentlich nur aus dem Shop-System her kennt. Das kann ich aber auch mit der Webseite machen. Und da finde ich diese CC-Case halt ziemlich genial. Ja, es gibt natürlich die Variante, dass du das über Joomla, über Text ausgeben kannst, aber eigentlich sind sie für was anderes da. Ja, also klar, es ist ein Weg, ja. Also wenn ich überlege, was wir in Joomla 1.5 für Umwege uns gebaut haben, um an gewisse Sachen zu machen, dann kann man das genauso machen. Es funktioniert, viele Wege führen nach Rom. Wenn ich aber extrem viele Kategorien habe, die zum Beispiel Unterkategorien oder Filtermechanismen habe, schlage ich natürlich mit den Schlagworten eigentlich dann. Das funktioniert nicht mehr. Da habe ich mit solchen Systemen natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, ich kann da was richtig Cooles filtern. Und damit kann man wirklich sehr, sehr große Webseiten mit sehr, sehr viel Inhalt aufbauen. So, wir mal gerade schauen. Genau. Es ist im Endeffekt einmal die Ansicht im Endeffekt von Cblot, wie im Endeffekt die Eingabefelder, die wir halt haben, auch nochmal, wie wir die im Endeffekt aufgebaut haben, was da überhaupt notwendig ist. Ja? Also ich habe da halt einfach mal so Standardsachen wie jetzt Produktname, Produktbild und so weiter. Und ich habe halt auch eine ganz normale Joomla-Standardgeschichte. Ich hoffe, dass man das da irgendwie hinten sieht. Ich habe die Joomla-Sprache, die Verknüpfung mit den anderen Sprachen im Endeffekt, die ich da habe. Benutzerlevel war halt auch da so ein Thema. Vor allen Dingen, was richtig cool dann, vor allem mit Cblot, glaube ich, wird, ist, wenn Joomla 4 mit dem Workflow kommt. Weil dann kann ich damit richtig Schweine reinbauen. Ich sag mal, da könnte man so einen Klon von Spiegel.de vielleicht mal bauen. Das wäre dann eigentlich rein theoretisch fast damit möglich. Dass solche Berechtigungen da zu machen. Ich habe die normale Joomla-Kategorie, die ich mir da herhole, wo ich das Ding reinpacke, grundsätzlich mal. Aber ich mache auch noch meine eigenen Kategorien. Einfach als eigene Filter. Was haben wir da noch so Schönes? Genau. Ist der Status, wann wurde er erstellt, in dem Falle für den Pressebereich ist das halt wichtig, okay, ich brauche da halt ein Feld, Datum, wer hat es vielleicht noch erstellt und möchte ich welchen Status veröffentlicht, nicht veröffentlicht, etc. Möchte ich das haben und hole meine Standardfelder her, aber tu meine eigenen Sachen da auch noch mit rein.
Das ist ein schönes Zusammenspiel zwischen Joomla Core und Erweiterung. Man reißt natürlich hier und da so ein bisschen was aus Joomla raus, gar keine Frage. Aber gewisse Sachen bleiben einfach auch in Joomla Core einfach drinne. Klar, wenn ich, mir muss klar sein, wenn ich sowas wie cBloat einsetze, dann werde ich so schnell nicht wieder auf Joomla Core zurückgehen können. Ja, das ist leider so. Sieht dann vielleicht im Drupal-Bereich ein bisschen anders aus, aber in Joomla geht das nicht. Also mit Custom Fields komme ich da halt auch nicht mehr da weiter. Wir haben aber auch schon Custom Fields und cBloat verknüpft, das geht auch. Kann man sich so ein paar Felder im Joomla Core lassen und den Rest nimmt man da raus. Genau. Dann zeige ich euch mal ein bisschen was. So. Ne. So. Ist ein altes Backup aus gewissen Gründen. Also nicht auf die Warnung hören und Versionsnummern unten rechts beachten. Dass man das hier vielleicht mal hoffentlich live sieht. Ich gehe jetzt einfach mal da auf so eine Übersichtsseite. So, da habe ich eine schöne große Tabelle. Kann ich scrollen, kann ich scrollen, kann ich scrollen. Und ich scroll. Und das sind alles Inhalte, die da gerade live geladen wurden. Cool. Das ist übel, was man damit machen kann. Da brauchst du schon ziemlich krankes Hirn, was du damit alles machen kannst. Ah, ich zeige das also einfach mal. Es gibt so einen kleinen Unterschied. Okay, wenn ich sage neuen Artikel, also man sieht das hier. Ja, da sind die ganzen Artikel dementsprechend da, mit dementsprechend die Sprachen. So. Es gibt eine Sache, das muss man im cBloat wissen. Ich kann nicht über diesen Link einen neuen Beitrag anlegen. Das klappt einfach nicht. Ich muss das immer über diesen Weg machen. Und dann kommt nämlich so ein lustiges kleines Pop-up-Fenster, wo ich jetzt im Endeffekt meine cBloat-Formulare bekomme, beziehungsweise ich kann dann auch wieder ein Standard Joomla dort, sage ich mal, anlegen. Und wenn ich dort mal reingehe, dann habe ich da einfach mein Joomla-Eingabefeld mit Feldern, vielleicht nicht unbedingt optisch hübsch gelegt, aber fürs Backend reicht's und kann dann mein Zeug irgendwie machen. Und dann kann ich da auswählen und Felder und Optionen wählen, bis der Arzt kommt. Kann die miteinander verknüpfen und wieder auswählen. Man kann da sehr, sehr viel machen. Und damit man das mal richtig übel sieht, dass das da richtig viel Spaß macht. Aber. Hoppala. So. Da haben wir ein paar mehr Felder. Ich hoffe, dass ich jetzt das Richtige erwische. Natürlich nicht. Ah, ich glaube, das war's. Wenn ich es gerade suche, bin ich blind? Ach, mh. So, da haben wir das, da haben wir das. Das ist ein schönes Beispiel. Ich habe halt meine Standard-Joomla-Sachen, die da dementsprechend einfach da sind. Zwar vielleicht nicht optisch gerade schön angeordnet, aber ich kann halt sagen, okay, was wähle ich, welche Farbbereiche wähle ich da jetzt, sagen wir mal, aus? Hab da noch Bild und kann sogar in dem Falle, also hier fehlt jetzt noch die Übersetzung, in dem Falle mit UI-Kit sagen, okay, welche Breite, ein Drittel, zwei Drittel, wie soll die Box zum Beispiel dargestellt werden? Solche Variablen haben wir dann einfach ans Template übergeben mit der dementsprechenden Klasse hinten dran. Hab Kurz- und Langbeschreibung und kann halt dementsprechende PDF-Datei da noch verlinken.
Ich habe jetzt gerade den falschen geklickt und ich sehe es gerade echt nicht. Ich bin gerade echt blöd. Pressespiegel heißt. Ja, es gibt da. Ah, da. Es gibt da einen Bereich, der hat auch wieder so seine Standard-Joomla-Felder dort. Aber ich habe unterschiedliche Subbereiche wieder, wo ich gesagt habe, okay, wir machen da einzelne Reiter hin. Also in dem Falle fehlt da jetzt auch noch im Backend die Übersetzung und habe gesagt, okay, ich habe eigene Subbereiche. Der erste Bereich ist nur so Einleitungsblabla. Der zweite Bereich, da habe ich schon ein bisschen mehr. Auf einmal tauchen da unten schon ein paar Felder auf. Kann auf einmal da auch ein bisschen was machen und da kommen meine Icons, die ich da auswählen kann, die ich vorher im Backend hinzugefügt habe. Das sind natürlich so Dinge, was man da machen kann. Dann haben wir noch eine zusätzlich coole Funktion eingebaut. Man kannte das früher von Joomla 1.0 noch, wo man so den Beitrag mit dem Menüpunkt verknüpfen konnte, gleich direkt aus dem Beitrag. Kommt er jetzt auch wieder. Wir haben das ähnlich gemacht und zwar kann ich das mit anderen Menüpunkten oder Produkten verknüpfen. Sowas in der Richtung, beziehungsweise das Produkt ist auch mit dem anderen Produkt verknüpft. Das heißt, in dem Falle gehe ich hier einfach auf die Menüpunkte, weil ich gesagt habe, das passt so. Zum Beispiel, ja, kann hier meine Icons wählen und das für jeden Bereich und das ist dann natürlich auch ein bisschen mehrfach. Wir haben in dem Falle wirklich die Webfont einfach gemacht und haben gesagt, okay, wir machen das einfach. Wir geben das Ding einen Namen und nehmen im Endeffekt den CSS-Code als Wert. So, pack das da rein und leg das im Backend an und der zieht sich das im Endeffekt aus der Font im Endeffekt raus, um einfach dort, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, halbwegs so ein bisschen Upload, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt noch drei Icons hinzugefügt, dann muss ich die Datei austauschen. Aber dann, damit erstmal alle anderen erstmal gleich bleiben, aber keiner weiß, wenn das Zeug in der CSS-Datei steht, welches Icon ist denn das jetzt eigentlich? Deshalb haben wir gesagt, okay, wir nehmen das her und tun das da so mit ins Backend, damit man das da so gleich auch noch sehen kann. Und einzelne Sachen dann in der Form miteinander verknüpft. Also es war so der Gedanke dahinter. Da kann man schon so echt lustige Sachen mitmachen. Um das vielleicht mal so zu zeigen, ich hoffe, man sieht die Zahlen. Ja, hier haben wir es in dem Bereich Lösungen. Wir haben 156 Eingabefelder und 144 werden im Frontend ausgegeben. Kann man machen. Komplex. Wir haben das auch im Endeffekt bei der anderen Seite. Sieht, sage ich mal, ich sag mal, nicht ganz so extrem aus. Das ist dann einfach nur noch die Masse der Eingabefelder, die man halt einfach benötigt. Aber ich sag mal, da bewegen wir uns da so, ja, 54 Felder. Ich glaube, mittlerweile sind es auch schon mehr. Wie gesagt, das ist ein älteres Backup einfach, was dort ist. Aber man sieht, was man damit machen kann an Eingabefeldern, die ich miteinander verknüpfen kann und ausgeben kann. Weil, wenn ich diese Produkte mir im Live-System anschaue, werden die da einfach, was ich sagte, Group X hinzugefügt, fertig und wird dementsprechend dargestellt. Ja, hier sind diese 400 Menüpunkte hinter versteckt. Ich glaube, hier oben in dem ganzen Kram sind es, glaube ich, irgendwie erstmal 120, die da sichtbar sind. Weitere tauchen dann auf den Unterseiten da noch mit auf. Das geht. Wir hatten das auch mal in der Juk, wie wir das Menü da gebaut haben. Weil hier sieht man es relativ schlecht, aber das ist nebeneinander und untereinander kategorisiert. Ist aber. Ja, natürlich. Du hast die Möglichkeiten. Es gibt Felder, Render Before, solche ganzen Joomla-Standardgeschichten, die ich da habe, kann ich dort nutzen. Ich kann da reingreifen.
Also zum Beispiel die Icons mit der Lageranzeige ist im Endeffekt Before Render. Lass das mal durchlaufen, gib mir da den Code voraus, bevor das Ganze da passiert. Ja, das kannst du. Kann man schnell. Gehen wir mal rein hier. Ist ja völlig wurscht. So, mach jetzt mal hier ein Feld. Du hast hier die typischen Textfelder, Einfallauswahl, weiß der Fuchs was. Du kannst Div-Container, sag ich mal, da noch hinzufügen, Icons, Tabs, siehe Backend, wo wir dann eigene Tabs da gebaut haben. Freitext, so, jetzt hast du Joomla-Standardzeug, Medien, Regeln, Benutzer, alles, was da so noch so kommt. Dann kannst du Plugins natürlich bei Cbrot, sage ich mal, zusätzlich erwerben. Google Maps, Kartenansicht, Radiosuche, weiß der Geier was. Feld X, Before Store, Before Render, After Store, ja, JavaScript, CSS-Code. Du kannst List-in-List-Elemente machen, was man früher so gemacht hat. So, das Modul lädt im Content, wo hinten dran schon wieder ein Modul geladen wird, damit wir das angezeigt bekommen, weil das nicht anders geht. So. Kannst du alles bauen und verschachteln und machen. Du kannst die Suche, du kannst eine Organic-Suche da nehmen, du kannst generisch, du kannst das selber ordnen, filtern, einstellen, unzählige Möglichkeiten an Eingabefeldern. Das sind jetzt hier definitiv nicht alle. Für die Nerds unter uns, es gibt halt auch so ein lustiges Feld 42. Ja, damit kannst du alles machen. Freiheiten ohne Ende. Es ist machbar, unheimlich viel dort darzustellen. Also ein schönes Beispiel, wenn ich da, wie gesagt, das ist im Endeffekt eine Liste von Artikeln, die da ausgegeben wird. Ich klicke da drauf und komme auf die Unterseite mit völlig anderen Inhalt. Weil das Bild ist jetzt ein anderes. Ich habe aber im Backend eine Eingabemaske, gebe im Frontend aber nicht immer unbedingt hier und da alles aus. Ich kann auch die Tabelle dementsprechend definieren. Man kann da unheimlich viel machen. Das gleiche ist im Endeffekt, hoppala, wenn ich jetzt sage, Stillanzeigen. Ich kann das halt filtern. Okay, da ist jetzt nichts. War ja klar. So. Passiert live. Das ist cool. Scheiße. Sag ich ganz ehrlich, die Elisa hat, läuft hier rum, hat da mal sehr, sehr viel übersetzt, ist auch meine Cbrot-Göttin, also die hat ein unheimliches Wissen, was das angeht. Man muss sich sehr, sehr viel se selbst erarbeiten. Es macht schon Sinn, wenn der eine oder andere dort, den man da vielleicht hat, der da schon mal was gemacht hat, um da Hilfestellung. Weil bei mir war es nämlich auch so, okay, ich fange an. Ich habe das mit dem Christian Hamburger zusammen gemacht und er sagte, ja, dann fangen wir doch mal klein an. Nee, nee, sag ich nicht klein. Mehrsprachigkeit, 1000 Unterseiten, sowas brauche ich. Ja, komm, gleich in die Vollen, nicht so klein Larifari-Zeug. Das kann ja jeder. Ne? Da merkt man dann schon, da brauchst du dann schon hier und da Unterstützung, sonst könnte es Probleme geben. Man macht viele Fehler anfangsmäßig. Nichts. Also kannst du auch Support kaufen bei denen, keine Frage, aber ja. Bevor ich die Zeit. Yep. Ja, die Zeit ist eigentlich schon rum, ne? Genau. Man kann da, glaube ich, einen ganzen Tag, wir haben auch bei uns in der Jugend mal einen ganzen Tag Workshop dazu gemacht. Ja, da fällt einem eigentlich so die Kinnlade runter, was man dann mit dem Ding eigentlich alles so machen kann. Es sollte jetzt mal ein kurzer Einblick sein, was man noch mit Joomla erweitern kann, um wirklich auch größere Webseiten damit zu bauen, wo die Anforderungen mit Custom Fields vielleicht dann wirklich nicht mehr reichen, um auch etwas größere Projekte umzusetzen. Ja. Joomla? Ja. Genau. Nee, das kannst du auch nicht. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich speichere alle Werte in dem Joomla-Intro-Textfeld rein. Ja, also im Endeffekt, du hast eine eigene Tabelle. Wenn du jetzt ein neues Formular anlegst, wird eine neue Tabelle erzeugt. Und da liegen dann die einzelnen Felder drin.
wird aber dann natürlich mit dem einzelnen Joomla-Artikel, den du dann anlegst, verknüpft. Da steht dann nur noch CCK, Doppelpunkt drin und das war's. Und damit weiß das Ding, du da hinten, such mal die Sachen, die du da eingegeben hast. Weil wenn du da 140 Felder hast, wird's lustig. Ja. Ja. Ja, du kannst das auch. Also du kannst auch Unterschiede, du kannst, das Ding ist nicht begrenzt. Also von daher hoffe ich, ich konnte ein bisschen was zeigen. Ich habe ein bisschen was zum Grübeln gehabt. Ja, eine Frage noch. Ich würde da jetzt eher auf die Session von der Sigrid nachher verweisen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, du kannst sowas auch mit Cblot bauen. Da sehe ich aber eher so das Thema europäisches Recht und so, was sicherlich machbar ist, aber ich glaube, die falsche Erweiterung dafür ist. Macht irgendwann wahrscheinlich keinen Sinn. Ja, sage ich danke.